Hat ihm jetzt Mäuler gestopft, ja oder nein? Ein Moment, der ein bisschen fragwürdig war. Viele haben gesagt, die Platzierung dieses Mal war ein bisschen zu unrecht. Die Pro-Show in Alicante ist zu Ende und die Karten wurden neu gemischt. Nicht nur für den Sieger, sondern allgemein wurden die Plätze komplett anders verteilt. Ja! Als letzte Woche. Viele Athleten kamen in einer brutaleren Condition. Manche Athleten hingegen haben ein weicheres Paket auf die Bühne gebracht. Und das alles sehen wir jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Wir haben mal wieder unsere vier Profis aus Deutschland, Schwergewichtsprofis, mit am Start gehabt. Und zwar Tim Budesheim, Roman Filz, Dennis Reinhold und Mike Chesler. Wir fangen jetzt erstmal an mit dem First Callout des gestrigen Abends. Nathan, Tim, Roman, Regan Grimes, Theo und der Lokalmatador Pablo. Und man sieht natürlich hier auch direkt, dass Tim seine Farbe diesmal wirklich on point hat. Der Glanz ist auch besser als letzte Woche, das sieht man gleich auch in den Nahaufnahmen. Dennoch, alle weiteren Athleten, genauso wie Roman Fritz, sind auch in einer brutalen Condition. Ja? Also Tim steht jetzt genauso, wie er es sich gewünscht hat, aus dem Rap One Video haben wir ja gesehen, neben Roman Fritz. Es gibt jetzt quasi den direkten Vergleich im First Callout und da gehen wir auch direkt rüber in die Doppelbizeps von vorne. Tim mit einem sehr gut durchgestreiften Unterkörper. Roman wirkt tatsächlich auf manchen Shots etwas weicher und die Farbe ist auch, glaube ich, diesmal ein bisschen dunkler. Dann haben wir Regan Grimes, der hier wirklich eine brutale, brutale Masse wieder an den Tag legt. Wir haben Theo, Pablo und Nathan, der wirklich auch diesmal einfach on point gekommen ist. Also Kienzl hat da wieder brutale Arbeit geleistet. Der Junge ist rund, prall, hart und trocken. Da haben wir auch nochmal den Doppel-Bizeps-Shot von hinten. Da werde ich einmal kurz pausieren. Zack. Und wir gehen einmal rüber. Ich finde, das ist die schlechteste, die schwächste Pose von Tim Budesheim. Ja, da geht der Rücken ein bisschen unter. Da gefällt mir Roman, gefällt mir von hinten tatsächlich besser. Ja, einfach auch durch diesen durchgestreiften Hamstring und durchgestreiften Gluteus. Der ist einfach messerscharf. Regan Grimes von hinten, unfassbare Masse. Ja, diese Muskelqualität, Rückentiefe, Dichte ist einfach heftig. Dann gehen wir direkt mal rüber. Die beiden lassen wir jetzt mal ein bisschen beiseite, weil... ist jetzt kein Disrespect, auch brutal, kein Problem. Ihr wisst, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber es wäre sonst einfach zu viel. Wir gucken uns jetzt hier Nathan die Escher an, der wirklich auch hier wieder mit einem ekelhaften Latter-Dingen hat, einfach eine eigene Postleitzahl in die Doppelbizeps geht und, denke ich, auch gleich direkt nach vorne geplaced wird, beziehungsweise in die Mitte zum direkten Vergleich neben Regan Grimes. Kommen wir in die nächste Pose. Und zwar... Latspread von hinten, da lässt sich Tim auch ordentlich Zeit. Er steht da leider ein bisschen so versetzt zur Kamera, leicht gedreht. Dann wirkt das natürlich, wenn man das jetzt im Stream beobachtet, ein bisschen komisch. Dann wirkt Romans Rücken ein bisschen größer, aber das ist ja natürlich nur der Winkel. Hier steht Tim auch ein bisschen wackelig und unsicher, ja, an der Präsentation. Muss natürlich noch weiter gearbeitet werden in der Zeit. Triceps-Pose und jetzt kommen wir in die Bauch-Beine-Pose. Da sieht man auch wieder die tiefen Einschnitte von Roman in den Beinen, die aber leider ab und an mal verschwinden. Tim Budesheim ebenfalls in der Pose sehr brutal. Ja, Regan Grimes, der ehemalige Classic-Physik-Athlet, zieht da nochmal ganz kurz eine Vakuum-Pose und Nathan die Escher steht da einfach wie eine Statue wieder. Ja, einfach nur krasses Paket hingelegt. Weiter geht's in die Most Muscular, ja, die wirklich auch hier, da sieht man diese Krabben Most Muscular, den Ork, den immer Patrick Teutsch macht, die sieht bei Regan brutalst aus, da sieht man, dass der Junge auch wirklich on point gekommen ist, Condition hat gepasst, ja, im Vorfeld haben manche gesagt, ah, der ist wahrscheinlich nicht so hart wie letzte Woche, aber ich finde, der hat sich sogar zur letzten Woche etwas verbessert. Nathan die Escher steht da auch mit so einem gleichen Paket wie letzte Woche, also da ist... Man sagt ja immer, wenn man von einer Woche zur nächsten Woche direkt einen Wettkampf macht, kann es Probleme geben in der Peak Week. Ja, man kann, der Rebound kann nach dem Wettkampf einschlagen wie eine Bombe und da hat man ein paar Probleme. Aber bei Tim, haben wir aus dem Rap One Video gesehen, hatte er direkt, ich glaube, 2 oder 3 Tage nach dem Wettkampf direkt das Gewicht wie vor dem Wettkampf. Also da gab es keinen großen Rebound und das sieht man auch hier ganz gut. Ja, da steht er brutal, knüppelhart. Sehr, sehr geil diesmal. Farbe passt auch. Freut mich echt für Tim. Und da haben wir auch direkt den ersten Switch. Nathan wird getauscht und wird nochmal getauscht.
und steht direkt neben Regan Grimes. Ja, letzte Woche war das ja, Nathan hat den ersten gemacht, Regan Grimes den zweiten und hat sich somit direkt das Olympia-Ticket gesichert. Freunde, Entschuldigung, dass das hier manchmal so ein bisschen ruckelt. Das ist der Stream, die Streamqualität lässt natürlich des Öfteren zu wünschen übrig. Roman jetzt ganz außen, Tim rückt auch nochmal in die Mitte und somit hätten wir tatsächlich Tim, wenn man jetzt von den Vergleichen ausgeht, erstmal von den Plätzen, weiter vorne. Jetzt wird nochmal geswitcht. Ja, die wollen da wirklich alle einmal miteinander vergleichen und es wird gepostet, was das Zeug hält. Also die wurden da wirklich auseinandergenommen und ich finde hier in der Front Lat Spread erkennt man es auch nochmal richtig gut, wie hart Tim diesmal gekommen ist. Viel härter als letzte Woche, kann aber auch natürlich an dem Glanz liegen, weil das war katastrophal. Bühnenbeleuchtung war auch nicht so cool. Ich habe gesagt, Tim, such dir keine Ausreden wegen dem Glanz. Aber jetzt sieht man es wirklich. Wenn man jetzt die Bilder vergleicht von letzter Woche, das hat den einfach weich gemacht in den Beinen. Im Hintergrund sehen wir übrigens Mike Chesler, der seine Form von letzter Woche um Welten getoppt hat. Also mir hat das Paket brutalst gefallen. Auch der Kommentator im Livestream kam auf seine Beine nicht klar und hat gesagt, wenn der noch ein bisschen Rücken bekommt und Arme, dann wird das Ding auch in Zukunft richtig gut, das Gesamtpaket. Was übrigens ganz lustig war, im Livestream hat der Kommentator nicht Tim Budesheim gesagt, sondern Budeschien. Tim Budeschien, Alter. Wie der auf diesen Namen kommt, der spanische Kommentator, Moderator, keine Ahnung, wie man aus Budesheim einfach Budeschien macht. Als ob das der Cousin wäre von Kim Kardashian. Was soll das denn? So, weiter geht's. Hier, finde ich, sieht man, dass der Unterkörper von Nathan in der Latspread-Pose von vorne schärfer ist als der Unterkörper von Regan. Ja, da wird es gleich auch nochmal Zweiervergleiche geben. Und nochmal ihr könnt es euch schon wahrscheinlich denken, Platz 1 duelliert, gebattelt. Von der Sidechest geht es wieder erneut in die Rückenansicht. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Ja. Und da haben wir auch jetzt den direkten Vergleich zwischen Nathan und Regan wieder. Die beiden stehen schön. Warte, wir lassen nochmal Roman die Pose zu Ende bringen, sonst wäre es natürlich ungerecht. So, da haben wir es. Tim steht diesmal wieder ein bisschen schief, finde ich, in den Rückenposen zu seinen Ungünsten. Letzte Woche sah das Posing, finde ich, also was die Rückenansicht anging, hat mir ein bisschen besser gefallen, aber Gluteus schön durchgestreift bei Tim, brutale Condition, Roman Fritz ebenfalls, haben wir ja gerade schon gesagt, Gluteus und Hamstring, also Roman kommt eigentlich immer in Form, es gab keinen Wettkampf jetzt in letzter Zeit, wo der irgendwie nicht in Form war, aber kommen wir nochmal zurück zu Regan Grimes und Nathan die Escher, die sich hier wirklich das Battle um Platz 1 gesichert haben. Nathan ist nochmal angereist nach Spanien, obwohl er die Olympia-Quali in der Tasche hat. Ja, wahrscheinlich schmeckt da irgendwo auch das Preisgeld von $10.000, was eigentlich ein Witz ist, aber das will man natürlich haben, wenn man in Form ist. Ja, da zieht man einfach noch ein bisschen durch, reist mal eben von Italien nach Spanien, ist ja auch keine große Weltreise und kann einfach mal da nochmal 10k abstauben. Wieso nicht? In der Pose gefällt mir tatsächlich aber Regan Grimes besser, einfach durch die Muskeldichte, durch diese Fülle, die der hat. Ja, ist wirklich ein brutales Massepaket und die Form sitzt, ja. Sieht brutal aus an dem Abend. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das sage ich nicht als Regan Grimes Fanboy. Ich habe mir das jetzt nochmal richtig anguckt, auch von letzter Woche. Da hat verdient Nathan gewonnen. Ja. Die Condition war an dem Abend einfach besser. Und man darf nicht einfach nur nach Muskelmasse gehen. Wenn Regan Grimes jetzt überhaupt nicht in Form wäre, könnte man den auch irgendwo switchen letzte Woche. Und Roman könnte sich den zweiten Platz sichern können. Genug von den ganzen Vergleichen, denn hier wird wirklich nochmal richtig brutalst duelliert. Das war die Vorwahl, der First Callout und wir gehen jetzt direkt rüber ins Finale, ganz kurz und dann sofort zur Siegerehrung, Freunde. Und wir gehen direkt rüber ins Finale, Freunde, ja, in die Top 10 und da haben wir im First Callout direkt Nathan die Escher. Und an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung, Freunde. Falls ihr euch stramme Supplements sichern wollt und immer den besten Deal haben, besucht die Seite esn.com. Dort sichert ihr euch mit Rabattcode William immer den besten Deal und schaut auf jeden Fall auch bei oase.de vorbei. Zum Beispiel gibt es da dieses wunderschöne Tanktop, eine schöne kurze Basketballhose. Wir haben eine neue Kollektion am Start.
zieht sie euch auf jeden Fall rein. Rabattcode William, wie immer, alle Links in der Videobeschreibung. Vielen Dank und weiter geht's mit dem Video, Freunde. Tim Budesheim, Roman Fritz, Regan Grimes. Wir haben wieder Theo und Pablo. Also quasi die Guys, die wir auch im First Callout gesehen haben in der Vorwahl am späten Nachmittag bzw. am Abend. Und das Finale war wirklich sehr, sehr spät. Ist auch jetzt übrigens schon spät, als ich aufnehme. Also nicht wundern, wenn ich ein bisschen müde oder verballert bin. Aber wir gehen direkt jetzt rüber in die Rotations. Also gerade gab es die Frontansicht. Jetzt einmal in die Seitenrotation. Und es geht rüber in die Hinteransicht. Und was ich gelesen habe, oft auch das... Ich habe es jetzt nicht so wahrgenommen. Wirkt auch, dass das Licht anders ist, aber dass Regan Grimes in der Vorwahl härter gewesen ist und im Finale weicher, was ihn natürlich dann auch den Platz 1, den Finalplatz, Platz 1, den Sieg kosten könnte. Ja, wir haben jetzt erstmal hier Roman wieder im direkten Vergleich mit Tim Budesheim. Einmal schön die Doppelbizeps. Da gefällt mir das Paket von Roman viel, viel besser. Ja, viel symmetrischer, eine viel schönere Linie. Tim aber mit den brutal dicken Beinen steht da wie so ein Klotz mit brutaler Muskelmasse. Wirklich sehr, sehr schön. Dennoch, mir gefällt Roman in den Doppelbizeps rein optisch viel besser. Front Latspread haben wir da. Gefällt mir Tim wiederum besser, weil er einfach so hart steht wie noch nie zuvor. Ich glaube, das ist das beste Paket, was Tim jemals hingelegt hat auf die Bühne. Dann haben wir den Side-Chest-Vergleich. Das ist auch wirklich sehr, sehr schwer. Vom Unterkörper gefällt mir hier Roman besser. Oberkörper wirkt Tim viel massiver. Und jetzt kommen wir zur Doppel-Bizeps-Ansicht. Ja, es sind wirklich zwei komplett verschiedene Körpertypen. Tim kompakt, klein, massiv, dennoch trocken. Roman Fritz eher so der größere, länglichere Athlet. Mit einer ganz anderen Muskulatur, unten diese Freak-Kinetik, dieser durchgestreifte Gluteus, ja, wie ein Brötchen beim Bäcker, Alter. Knallhart, knüppelhart. Und dann haben wir nochmal die seitliche Trizeps, wo Tim natürlich mit seiner massiven Schulter, allgemein der ganze Oberkörper ist so massiv, da geht der Punkt auch, finde ich, an Tim. Bauch, Beine. Das ist, finde ich, Geschmackssache. Wobei, wenn der Tim das Bein so reindreht, sieht man, wie tief seine Beine gestreift sind. Roman Fritz pusht hier nochmal hinterher. Tim animiert nochmal das Publikum, Gas zu geben für die Most Muscular. Nathan, die Escher auch, schreit hier wieder das Publikum an. Und guckt euch das mal an, Alter. Er sieht wirklich aus wie ein Cyborg. Wie ein Alien aus von einem anderen Planeten. Also wirklich unfassbar. Die beiden anderen Athleten, Theo und Pablo oder José, Entschuldigung, haben übrigens auch ein wunderschönes Paket an dem Abend hingezaubert, hingeliefert. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Roman wird nochmal geswitcht. Und wir haben wieder Regan und Nathan in der Mitte. Die werden nochmal richtig verglichen. Also, es hat sich nicht viel getan von der Vorwahl zum Finale. Aber was sich extrem getan hat, sind die Platzierungen dieses Wochenende. Wir sehen ja schon im First Callout Tim. Tim war letzte Woche nicht im First Callout. Tim war letzte Woche auch nicht im Finale. Tim hat den 7. Platz belegt. Und jetzt wird es sehr, sehr spannend. Ja, für viele ein Moment, der ein bisschen fragwürdig war. Viele haben gesagt, die Platzierung dieses Mal war ein bisschen zu unrecht. Ja, wir reden jetzt nicht nur von Tim, sondern allgemein. Viele wurden da betrogen, aber Freunde, was soll ich euch sagen, das ist Bodybuilding, ne? Politik in dem Sport ist ganz, ganz haushoch vorhanden, das wissen wir natürlich. Also, beginnen wir mit der Siegerehrung und natürlich mit dem Platz Nummer 5 im Finale. Die Jungs stehen bereit, es wird jetzt aufgerufen, die machen es natürlich immer ganz, ganz spannend, zögern das oftmals hinaus. Ja, und Platz 5 geht an Germany, und zwar an Roman Fritz, der vergangenes Wochenende den 3. Platz belegt hat und heute leider, was heißt leider, ich finde es immer noch eine brutale Leistung, ja, 3 Wettkämpfe hintereinander, er gewinnt eine Show, wird 3. und wird in der 3., also in der 2. Show wurde er 3. und in der 3. Show wurde er 5. Immer Finale, immer top platziert und Roman Fritz hier, riesen, riesen Respekt an ihn nochmal, dass er so lange durchzieht, obwohl er bereits die Olympia-Quali schon, ich glaube, vor einem Monat oder noch länger, vor
noch 4 Wochen müsste es her sein, die Olympia-Quali, wo er gegen Emil gewonnen hat, sich schon gesichert hat und dennoch weitermacht, dennoch sich zeigt, sich präsentiert, sich nicht versteckt. Das ist schon eine Leistung. Hut ab, Gratulation zum 5. Platz. Auf Platz 4 haben wir Theo aus Frankreich, der wirklich auch eine brutale Form an den Abend gelegt hat. Sehr schönes Paket, schöne Symmetrie. Ich denke mal, wenn der Junge auch mal ein bisschen Muskeln abwerfen könnte man ihn locker auch in eine Classic Physik reinstellen, aber das wäre natürlich zu schade. Also, $1000 Check, ja, das kann der gleich schön in Spanien beim Tapas essen mit der Familie verprasseln. Also die Preisgelder sind mal wieder ein Witz. Und jetzt kommen wir zum 3. Platz. Ja, Tim Budesheim steht auch noch dort vor Ort und die anderen Athleten auch. Also es bleibt spannend und Tim Budesheim macht tatsächlich das Unmögliche möglich. Hat Tim jetzt Mäuler gestopft? Ja oder nein? Ihr wisst, ich meine das Ganze mit Humor. Tim hat sich extrem verbessert zur letzten Woche, hat den Vergleich, den er sich gewünscht hat, mit Roman bekommen. Ja, die beiden haben sich duelliert und heute hat er einfach das bessere Paket auf die Bühne hingezaubert, hingelegt und konnte sich damit eine Top-3-Platzierung sichern. Und jetzt finde ich, Freunde, wenn Tim alles weiter richtig macht, Regan und Nathan eventuell in Frankreich nicht aufkreuzen, wäre es sogar realistisch, wenn die Konkurrenz nicht allzu krass ist, dass Tim sich in Frankreich auch noch das Olympiaticket sichern könnte. Ja, also es ist alles möglich. Wir drücken Tim natürlich weiterhin die Daumen für seinen weiteren Weg diese Saison. Und wenn keine brutale Konkurrenz am Start ist, dann kann er sich natürlich dort nochmal qualifizieren. Wir bleiben gespannt. Und jetzt haben wir wieder 2 Athleten für Platz 1 und 2. Und zwar Nathan D'Escher und Regan Grimes, die sich da die ganze Zeit duelliert haben. Es bleibt spannend. Wir haben Nathan, der links steht, der am Hoffen ist. Und wir haben Regan, der rechts steht, der am Hoffen ist, dass er diesmal die Nummer 1 sein wird, ja. Paket von beiden Athleten brutalst gleich, ja, also wie vor letzter Woche, hat sich nicht viel verändert. Beide kamen messerscharf, beide in Condition. Nathan D'Escher, finde ich, war etwas der konditioniertere Athlet und da hat Regan Grimes tatsächlich den 1. Platz belegt und somit auch für die Show im November, die Mr. Olympia Show, sich das Ticket gesichert. Sehr, sehr happy, sehr, sehr glücklich hier. Regan Grimes und Nathan D'Escher einfach entsetzt. Er kann es nicht fassen. Er fuckt sich ab. Man sieht es in seinem Gesicht. Ja, da lächelt er auch noch, aber ich habe es auch im Livestream gesehen. Er ist wirklich, irgendwo ist er auch enttäuscht. Also sieht man, da sieht man es nochmal richtig. Ja, ist wie es ist. Aber, der schüttelt nochmal mit dem Kopf. Also er kann es wirklich gar nicht glauben. Kann es nicht fassen, ist abgefuckt. Das wird wohl nichts mit den $10.000 oder 10.000 Euro. Aber was soll's. Er soll nicht traurig sein. Das Olympia-Ticket ist in der Bühne. Wir gratulieren natürlich auch Regan Grimes, den Kanadier, für die Mr. Olympia-Teilnahme. Da bekommt er von Emilio nochmal den brutalen Ring. Ja, David Hoffmann, The Shockwave heute. Ohne Hagel in der Haare, sondern mit einer schönen Cappy, ohne TÜV. Gebt ihm nochmal das Olympia-Ticket. Also, Freunde, dieses Mal lief wirklich einiges anders als vergangene Woche. Dennoch war es eine spannende Show, was mich jetzt natürlich brennend interessiert. Was sagt ihr zu den Platzierungen? Gerechtfertigt oder nicht? Seht ihr Roman weiter vor Tim? Seht ihr Tim weiter vor Roman? Wurde richtig gejudged oder nicht? Habt ihr Nathan auf der 1 gesehen? Habt ihr Regan auf der 1 gesehen? Haut's in die Kommentare. Meine Meinung ist, Tim, zu Recht, er hat ein besseres Paket hingelegt. An der Präsentation hat er gut gearbeitet. Mir hat das Paket gut gefallen. Er muss dennoch weiter an seinen Schwachstellen arbeiten. Und das ist natürlich der Rücken. Das Posen ebenfalls auch vor allem in der Rückenansicht. Das muss er verbessern. Und Platz 1, ich glaube tatsächlich, Nathan hätte das Ding auch locker gewinnen können. Nur die wollten einfach mal, denke ich mal, Regan die Chance geben und das Ticket geben. Wobei ich da tatsächlich überfragt bin, was wäre, wenn Regan Zweiter geworden wäre? Der Erste hat und Nathan hätte gewonnen. Der Erste hat ja bereits die Quali. Bekommt dann automatisch Platz 2 auch ein Olympiaticket, wenn Platz 1 bereits eins hat? Ich glaube schon, aber ich glaube, die wollten auch hier einfach mal einen anderen auf der 1 sehen als letzte Woche und den damit quasi so richtig die Einladung gönnen und nicht durch Platz 2 die Einladung gönnen. Also,
Schreibt es mir in die Kommentare, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der kleinen Wettkampfanalyse von meiner Seite aus. Und ich denke mal, wir sehen uns weiter zur Wettkampfanalyse, wenn der Wettkampf in Frankreich bald stattfindet. In 2 Wochen müsste es sein. Verzeiht mir, wenn ich in diesem Video etwas müde wirke. Es ist schon 12 Uhr. Ich habe den ganzen Stream recorded, damit ich direkt schnell für euch Berichterstattung abliefern kann. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut eure Meinung in die Kommentare. Abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Wir sehen uns heute Abend auf Twitch. Ciao, ciao. Adios, amigos.